Wie kann man als Recruiting-Agentur in 2023 viel mehr Geld rausholen aus seinen eigenen Kunden, die man schon hat? Wie kann man auch mehr Kunden gewinnen? Und vor allem, wie kann das die Recruiting-Ergebnisse der Kunden auch noch massiv steigern? Es gibt nämlich ein Angebot, das hat niemand auf dem Schirm. Und ich spreche nicht einmal von Dingen wie eine Schulungsplattform aufbauen, zum Beispiel mit learningsuite.io, sondern von einem Offer, das wirklich keine einzige Recruiting-Agentur auf dem Schirm hat, weil sie es nicht verstehen. Es gibt einen Mechanismus, der sogar mit am wichtigsten ist, um Recruiting-Ergebnisse zu erzielen. Und das ist nicht einmal Employer Branding. Das ist notwendig, das brauchen noch alle und der Markt ist auch sehr kompetitiv geworden und es ist sinnvoll, Employer Branding zu machen. Aber eine Sache unterschätzen alle und das ist Neukundengewinnung. Moment einmal, Andreas. Recruiting, was hat das mit Neukundengewinnung zu tun? Das ist doch autark voneinander, hat mit da nichts zu tun. Nun ja, was bedeutet denn Neukundengewinnung? Es bedeutet, dass du in deiner Branche, in deinem Markt omnipräsent bist. Es bedeutet, dass du viel Geld ausgibst, um Kunden zu gewinnen. Viele Kunden zu haben, sorgt für viele Empfehlungen. Sorgt dafür, dass man allgemein gesehen wird, allgemein in der Sichtbarkeit ist, dass man auf Messen auf der Bühne steht eventuell, dass man lokal bei einem regionalen Angebot omnipräsent ist, dass man vielleicht auch Busse hat, dass man außen Plakatwerbung hat und so weiter und so fort. Und rate mal, bei welchen Unternehmen Mitarbeiter gerne arbeiten. Bei Gewinnern. Ja? Die guten Mitarbeiter wollen nicht bei einer kleinen Klitsche arbeiten, die jetzt sich irgendwie aufpoliert hat mit ein paar Fotos und einer coolen Webseite. Klar funktioniert das auch, aber die richtig geilen Mitarbeiter wollen bei den Firmen arbeiten, die einfach auch die geilsten Resultate haben, die einfach auch die meisten Kunden haben, die am meisten pro Kunde verdienen. Denn, denkt mal ein bisschen drüber nach, ja, wenn man viele Neukunden hat und hohe Preise abrufen kann, dann kann man auch mehr Gehalt zahlen, man hat nämlich mehr Marge an den Kunden, man hat eine höhere Umsatzrendite, man kann sich leisten, mehr Geld auszugeben, auch bei Gehältern. Und egal, was ihr macht mit euren ganzen Obstkörben und Benefits und so weiter und so fort, Gehalt trumpft alles. Ja, Gehalt ist wichtiger als Arbeitskondition. Und wer kann ein gutes Gehalt zahlen? Der, der die meisten Kunden gewinnt, der, der am meisten Marge hat, der im Premium-Segment unterwegs ist und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir gleichzeitig in vielen Märkten eine Situation, zum Beispiel im Bereich Immobilien, wo zum ersten Mal seit 15 Jahren der gesamte Markt überhaupt lernen muss, wie man Neukunden gewinnt und wirklich verkauft, wie man Marketing machen muss und nicht nur Bestellungen entgegennehmen. Das ist eine unfassbar große Opportunity. Wenn du also eine Recruiting-Agentur bist, dann solltest du dich beschäftigen mit dem Thema Neukundengewinnung. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Denn wenn dein Kunde jetzt auch noch aktiv neue Kunden gewinnt, höhere Preise abrufen kann, dann wird er auch neue Bedarf haben für mehr Mitarbeiter. Ja, denn so entwickelt man einen Kunden, der vielleicht eine Handvoll Stellen besetzen will, zu jemandem, der einen permanenten Bedarf hat. Wenn der permanent Nachfrage hat, wenn der mehr verdient, dann kommen doch mehr Leute, dann braucht er mehr Mitarbeiter. Das ist so trivial, beides anzubieten. Wie lässt sich das Ganze jetzt vereinbar mit dem Thema Positionierung? Naja, Positionierung heißt nicht, dass du nur eine Sache machst. Das ist, was viele nicht verstehen, sondern dass du für eine Sache stehst. Das sind zwei verschiedene Dinge. Es kann heißen, dass du nach außen Kunden akquirierst mit dem Recruiting-Thema, aber wenn die mal deine Bestandskunden sind, dann spricht doch nichts dagegen, ja, wenn du zum Beispiel nur Handwerker als Kunden hast, diesen Handwerkern handwerkerspezifische Extra-Angebote anzubieten. Zum Beispiel zuerst das Employer Branding, dann eine digitale Schulungsplattform und dann irgendwann auch mal Neukundengewinnung. Und auf einmal hast du einen fetten Retainer für 3-4 verschiedene Offers und du bist trotzdem effizient, weil du bei den Kunden immer dasselbe machst. Du hast trotzdem eine Fließbandagentur, wie wir das zum Beispiel bei uns auch teachen im Excellence-Training für Agenturen. Ja, das findest du auf excellence-agentur.de. Es ist so simpel, aber die Recruiting-Agenturen checken es nicht. Sie verstehen es einfach nicht. Ja? Und es ist sehr, sehr witzig. Und viele, by the way, haben nicht mal verstanden, dass in sehr vielen Märkten aufgrund der Wirtschaftskrise jetzt so ist, dass das Thema gar nicht mehr Recruiting ist, sondern das Thema ist jetzt höhere Preise verlangen, sich besser vermarkten, Neukunden zu gewinnen. Und die haben sich auf eine Branche spezialisiert, kriegen gerade immer weniger Recruiting, verkauft, aber hören den Schuss einfach nicht, beschäftigen sich nicht einmal damit, sich weiterzubilden auf dem Bereich Neukundengewinnung. Oder denkt man, sie könnten es nicht. Dabei ist sogar Mitarbeitergewinnung ein schwierigeres Thema als Neukundengewinnung. Mitarbeitergewinnung ist schwieriger, als Neukunden zu gewinnen.
Warum? Weil für einen Mitarbeiter ist die Entscheidung, den Arbeitgeber zu wechseln, eine lebensverändernde Entscheidung. Das ist lebensverändernd. Es ist viel schwieriger, jemandem einen Job zu verkaufen, als einem Endkunden ein Produkt zu verkaufen. Das passiert da täglich. Aber es wird nicht täglich jemand irgendwo eingestellt. Das ist viel schwieriger. Also verstehe ich nicht, warum keiner es endlich checkt. Das ist sowieso so ein Theme. Wenn ihr in die Vergangenheit geht, dann werdet ihr auf diesem YouTube-Channel das ein oder andere Video finden zum Agenturmarkt. Schon letztes Jahr, schon das Jahr davor. Und ich mache immer diese Predictions. Ich habe vorher gesagt, dass zum Beispiel diese Schwierigkeiten, die es gerade gibt, dass die kommen werden. Habe ich direkt vorher gesagt, schon während der Lockdown-Phase, zu Beginn des Krieges, habe ich die ganzen Sachen prophezeit. Und auch das prophezei ich jetzt, dass die Agenturen im Recruiting-Bereich, die auf einmal anfangen, Neukundenangebote zu addieren für ihre Branche, auf die sie spezialisiert haben, was auch immer das heißt. Das kann auch SEO bedeuten. Es kann heißen, dass ihr im Bereich Outreach unterwegs seid, im B2B-Bereich für die Kunden. Es kann sein, dass ihr Lead-Gewinnung macht über diverse Online-Marketing-Plattformen. Es kann auch bedeuten, dass ihr Reels macht für die Leute. Aber ihr müsst irgendwas addieren zu eurem Portfolio, damit die Kunden da bleiben, mehr Geld verdienen, höhere Preise abrufen können und so weiter und so fort. Es kann auch bedeuten, dass ihr Beratungsangebote im Hintergrund addieren müsst. Und das ist eine Prediction. Das wird die nächsten Monate und das nächste Jahr und die nächsten 18 Monate wahrscheinlich der entscheidende Differenziator werden für die Leute im Recruiting. Und es ist immer sehr witzig, weil ich mache so ein Video. Das Video sehen dann 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 Leute vielleicht sogar, je nachdem, wie gut das Thumbnail ist, wie gut der Headline ist. Aber weißt du, wie viele Leute was damit machen? Fast niemand. Fast niemand checkt es, dass ich hier wirklich wie Nostradamus sitze und ich die Zukunft vorher sage, wie ihr Geld dann verdienen könnt. Keiner handelt, keiner reagiert. Und deshalb ist es einfach sehr, sehr funny zu sehen, was jetzt wieder passieren wird, was jetzt wieder am Ende des Tages rauskommen wird. Aber wenn du mit deiner Recruiting-Agentur nach dem Sommer, Richtung Herbst, Richtung Winter immer mehr Probleme haben wirst, jemanden zu finden für Recruiting, weil du zum Beispiel nicht in der Lage bist, die Bestandskunden zu halten, weil du das hier addierst, oder weil du zum Beispiel diesen Aspekt gar nicht benutzt, im Winter auch damit mal nach kalt draußen zu gehen, dann wunder dich doch nicht, wenn es immer schwieriger wird, obwohl du ja alle Informationen hattest, um dich frühzeitig darauf vorzubereiten. Heißt das jetzt, dass Recruiting gar nicht mehr geht? Natürlich nicht. Aber es macht ja keinen Sinn, viel Energie reinzustecken in einen reinen Recruiting-Kunden, der dann am Ende aber, nachdem er die ersten Mitarbeiter hat und jetzt alle Aufträge abarbeiten kann, neue Aufträge annehmen könnte und jetzt keine Nachfrage hat. Es macht ja keinen Sinn, das nicht zu bedienen. Das ist sogar höchstgradig geisteskrank als Agentur, nicht sich mit möglichst vielen Angeboten hineinzukrallen in einen Kunden und zum festen Agenturpartner zu werden. Ihr versteht es einfach nicht. So, wer es versteht und wer das auch überhaupt mal verstehen will, wie das Ganze funktioniert, wer auch dieses Angebot addieren kann, wer das Ganze bepreisen soll und so weiter und so fort, wer herausfinden will, wie das geht, der soll auf www.andreasbaulig.de gehen, sich ein kostenloses Erstgespräch terminieren bei unseren Strategieberatern. Wir verraten dir im Detail, wie das Ganze funktioniert. Wer es nicht checkt, kann es auch ignorieren und dann pleite gehen. Ist mir vollkommen egal. Wir werden sowieso unsere Leute fit, mit denen wir arbeiten. Wir arbeiten sowieso schon mit unseren Kunden daran, diese Ideen zu implementieren. Die werden gut aufgestellt sein. Die werden weiterhin Marktführer bleiben oder zu Marktführern werden. Und ja, ihr seid gewarnt worden. Wenn ihr es ignoriert, dann werdet ihr halt wieder abgehangen, wie immer. Und wenn ihr bei uns seid, dann werdet ihr zu den Gewinnern gehören, wie immer. Also www.adressbaulig.de, tragt euch ein zum kostenlosen Erstgespräch und wir zeigen euch genau, wie es geht, wie ihr es schaffen könnt, auf 100.000, 150.000, 200.000 Euro mehr im Monat zu kommen als Agentur. In der Spitze machen Agenturen bei uns so 700 bis 1 Million Euro im Monat. Und ja, wir wissen, wie es geht. Also, bucht dein Erstgespräch und wir hören und sehen uns an gleicher Stelle. Bis zum nächsten Mal, dein Andreas Baulig. Ja, ich bin Jan und zusammen mit meinem Geschäftspartner Kenneth helfen wir Steuerberatern dabei, neue Mitarbeiter zu gewinnen und ihre Kanzlei zu vergrößern. Also wir sind quasi bei Null gestartet. Wir haben vor etwas über 2 Jahren die Zusammenarbeit begonnen und haben es auch tatsächlich, ohne dass ich das vorher jemals für möglich gehalten hätte, innerhalb vom ersten halben Jahr die ersten wirklich 5 und dann auch später 6-stelligen Umsätze geschafft. Also das hat sich schon extrem nach oben katapultiert. Unser bester Monatsumsatz waren so 125.000 Euro, was wir auch schon nicht nur einmal, sondern mehrfach gemacht haben.
Generell würde ich die Zusammenarbeit mit Baulig Consulting allen empfehlen, die halt wirklich nicht, ja, ich sag mal so kleine Brötchen backen wollen, sondern wirklich vorankommen wollen, wirklich große und ambitionierte Ziele haben und wirklich die Abkürzung nehmen wollen, um das dann tatsächlich umzusetzen. So war es bei uns. Wir wollten halt einfach nicht auf so einem, ich sag mal, Low-Level rumkrebsen, sondern wir wollten halt wirklich gleich richtig Nägel mit Köpfen machen und das haben wir auch gemacht. Und jedem, der das auch will, würde ich die Zusammenarbeit empfehlen.